Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Minish Cap. Ihr wundert euch vielleicht, warum wir nicht in der Nintendo-Galerie sind, und das liegt daran, dass wir dieses Herzteil erst bekommen können, nachdem wir Vati besiegt haben. Denn, und das ist dumm, Figuren werden erst dann freigeschalten, wenn du einen bestimmten Abschnitt im Spiel erreicht hast. Und Vati zum Beispiel hat verschiedene Formen. Und diese verschiedenen Formen kann man halt im Spiel in der Nintendo-Galerie bekommen. Allerdings erst dann, nachdem wir Vati besiegt haben. Das heißt, wir werden dieses Spiel nicht mit vollen Herzteilen durchspielen. Das ist noch ein großer Kritikpunkt an diesem Spiel. Aber dazu kommen wir im Fazit, wenn wir das Spiel durchgespielt haben. Und ich stehe jetzt vor der Hühner-Lady, da wir jetzt zwei Hühner in 55 Sekunden einfangen müssen. Und das ist das der größte Schwierigkeitsgrad in diesem Spiel, was die Hühner angeht. Und ich weiß gerade gar nicht mehr, wo die waren. Hier war eins, okay. Alles klar. Ja, und nachdem wir das jetzt geschafft haben gleich, werden wir ein Herzteil von ihr bekommen. Und ja, ich weiß nicht, wo das letzte Huhn ist. Ist gerade ein bisschen schlecht. Ist war hier unten, oder nicht? Ja. Aber das schaffen wir nicht. Shit. Nein, falsche Richtung. Okay, gut. Ja, das müssen wir schaffen, dann kriegen wir ein Herzteil von ihr. Und ich weiß auch, wo wir die vierte Flasche herbekommen, Leute. Die bekommen wir nämlich von unserem Onkel, so gesehen. Wir können nämlich mit unserem Onkel ein Fragment vereinen. Und das haben wir sogar schon getan. Und dieses Fragment lässt eine Schatztruhe erscheinen. Und diese Schatztruhe bringt uns die letzte Flasche. So, das ist, ja. Ja, dann holen wir uns doch das Herzteil von dem Friedhof und den Herzcontainer. Und dann müssen wir das Spiel leider so beenden. Das ist echt, ich finde das echt doof. Das ist echt richtig doof. Nein, nicht weit. Okay, das war gut. Ja, das haben wir. Sehr schön. Zwei Hühner in 55 Sekunden, Leute. Merkt euch, das ist der stärkste Schwierigkeitsgrad. Der höchste Schwierigkeitsgrad. Es gibt auch nur diese beiden Hühner, übrigens. Ne? Es gibt keine drei Hühner, glaube ich. Oder es kann sein, dass oben rechts vielleicht noch eins ist. Weiß ich nicht genau. Meine Maus ist die ganze Zeit im Bild. Ups. Was? Das war doch... Hä? Warte mal. Okay, dann war es vielleicht drei Hühner in 55 Sekunden. Ich dachte, was? Hä? Kann es nicht zwei Hühner in 55 Sekunden einfangen? Das ist jetzt doof. Das ist jetzt echt scheiße. Ich dachte, wir haben den... Och Mann. Ich werde schneiden, Leute, übrigens, ne? Hier in dem Video. Falls wir halt echt Ewigkeiten brauchen, um diese Herzzeit zu bekommen. Rüber! Was? Bitte was? Das geht nicht? Ja, dann warte ich jetzt die Zeit ab. Alles klar, dass das nicht geht. Jetzt haben wir halt auch nur zwei Hühner. Toll! Okay. Ja, gut, dass ich die schneide für euch, Leute. Ne? Aber den Anfang will ich halt auf jeden Fall drin lassen. Ich will das nicht nochmal erklären. Zeit ist abgelaufen. Ja, dann war es, glaube ich, diese drei Hühner, oder? Ich weiß es halt echt nicht genau. Ja, ich helfe. Alles gut. Drei Hühner? Ja, ist okay. Kriege ich hin. So, dann haben wir hier ein goldenes Huhn, genau. Hier das andere. Okay, das hat diesmal funktioniert. Sehr gut. Rüber. Lauf, 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 lauf. Über die... Ja. Genau, lauf über die... Was? Lauf über die Brücke. Weiter. Kann ich das auf der Brücke nicht aufheben? Oh, wie dumm ist das denn? So, jetzt chillen sie hier. Okay. Wo ist das andere goldene Huhn? Da. Sehr gut. Okay. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Oh! Komm, bitte lass mir das jetzt das Herzteil geben. Komm schon, ich will das Herzteil.
Ich will nicht so viel schneiden. Wenn ich überhaupt, also wenn das jetzt das Herzteil gibt, dann muss ich glaube ich nicht schneiden, dann geht das eigentlich fit. Aber ansonsten, ja, alles klar. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, dann holen wir uns noch schnell das Herzteil. Das Herzteil, die Flasche. Danach den Herzcontainer. Und, ups, dann noch das letzte, oder vorletzte Herzteil. Für uns das letzte, weil ich werde die Nintendo-Galerie dann auch nicht mehr vervollständigen, Leute. Das ist mir zu doof. Das bringt mir nichts dann im Endeffekt, weil das Spiel ist fertig. Ich werde noch das Spiegelschild zeigen, aber mehr auch nicht. Hier haben wir die letzte Flasche. Jetzt haben wir alle vier Flaschen. Jetzt haben wir wirklich jedes Item und jede Verbesserung. Soweit ich das... Ich hoffe, ich irre mich nicht. Ich glaube das aber... Doch, ich glaube schon. Ja. Das Herzteil werde ich nicht mehr holen. Es ist halt einfach... Es ist halt einfach eine todesätzende Geburt, dieses Herzteil zu holen, ey. Das ist halt übel nervig. Alter. Nein, nein, nein. Okay. Dann kriege ich halt... Ach komm, leck mich. Geh weg jetzt. Ist okay. Den Damage habe ich gern kassiert. Ach Gottchen. Und jetzt sind wir oben, Leute. Und wer hier oben ist... Hey. Erstmal will er fragen. Mein Fahrer, null. So. Aber vielleicht macht das Fragment den Rückweg? Nee, schade. Hätte sein können. Hier gibt es auch noch einige... Haben wir eigentlich... Nee, warte mal. Wir haben noch nicht alles. Hier haben wir, glaube ich, noch... Hier fehlen uns, glaube ich, noch der erweiterte Köcher. Den gibt es hier noch. Also den letzten, weil wir haben ja jetzt 70 Pfeile, ne? Es gibt nämlich 99 Pfeile. Aber egal. Ja, oh, das ist ein junger Mensch, der auf dem Weg hierher findet. Ich habe es geahnt. Weil du hier bist, möchte ich dir meinen Wertvollsten Schatz senken. Mach weiter so. Oh yeah. Was wollte ich gerade sagen? Wir können hier nicht runter? Ja, wir können runterspringen. Oh, schön. Ja, wenn es fehlt noch der fette Köcher, den gibt es halt im Tal von Tabanta, weil wir da ein Fragment vereint haben. Aber das möchte ich auch nicht mehr holen. Das ist mir... Brauchen wir nicht. Und das ist mir halt echt zu doof. Also, nicht zu doof, aber... Wir brauchen es nicht. Und es reicht ja, wenn ich euch sage, wo das ist oder nicht. Es ist halt auch im Tal von Tabanta, nachdem man ein bestimmtes Fragment vereint hat. Gibt einem Minish dort noch, glaube ich... Das letzte Upgrade. Dann... Es gibt halt... Ja, doch. Doch, doch. Ist richtig. Ich glaube, es gibt zwei, also einmal die Pfeile an sich und zwei Upgrades im Tal von Tabanta, was die Größe, Pfeilköchergröße halt angeht. Und hier war ja das dritte dann. Ja. Tut mir leid, dass ich euch das nicht mehr zeige, aber das... Nee. So, oben. Links. Links. Oben. Rechts. Oben. Ah. Und jetzt bin ich gespannt. Kann ich das Grab... wirklich einfach wegschieben? Aber ich war der Meinung, ich habe das versucht, oder nicht? Habe ich das nicht versucht, Leute? Als ob. Als ob. Oh, das gibt's nicht, ey. Das gibt es nicht. Ach komm, jetzt... Ach. Geh weg. Und hier, Leute... Das ist das letzte Herzteil, was wir uns holen können. Verdammt. Okay. Hier klonen, so. So. Oh yeah, Herzteil erhalten. Jetzt haben wir drei und uns fehlt nur noch eins. Ich glaube, ich habe euch noch gar nicht gezeigt, wo dieses Herzteil ist, oder? Ich glaube, das habe ich noch nicht getan. Dieses Herzteil, Leute. Ist in einem Haus, in das wir nicht reinkommen. Noch nicht. Zwar hier. Kommen wir nicht rein. Ist zu. Und... Wir können von der anderen Seite reingehen. Dort steht das Herzteil. Dort. Die eigentliche Belohnung für die Nintendo-Galerie ist halt eigentlich diese Musikbox, würde ich mal meinen. Aber dieses Herzteil, das ist das... Das ist so dumm. Es ist so dumm. Wenn wir alle Nintendo-Galerie-Figuren haben, können wir halt mit dem Typen hier quatschen. Ich bin reich und Sammler. Und Sammler wie so viele Reiche. Genau. Und der gibt uns dann, nachdem wir mit ihm gequatscht haben, wenn wir die Galerie vervollständigt haben,
ja, gibt er uns den Schlüssel zu seinem Haus oder gewährt uns Einlass. Und ja, dann können wir halt uns das Herzteil holen. Ich muss mal kurz Zelda, Minish, Cap, Schwert, Tech, Nicken. Ich weiß nämlich nicht, ob ich alle hab. Das möchte ich gerade mal gucken. Ja gut, die 8 haben wir ja, ne? Schnelle Wirbelattacke, verlängerte Wirbelattacke, schnelle Aufladen. Okay, wir haben alle Schwertechniken. Dann sind wir jetzt so gesehen bereit, Leute. Wir machen das doch noch mit Teil von der Banta. Lohnt sich jetzt, glaube ich, nicht mehr wirklich fett, in das Schloss reinzugehen. Deswegen machen wir noch schnell ein wenig was hier. So. Hier drin war nichts, ne? Ne, hier waren schon drin, genau. Hey. So. Ja, nehmt es mir nicht übel, wenn ich halt... Waren wir da schon drin? Ich weiß es nicht. Nehmt es mir nicht übel, dass ich halt nicht alles hole. Also nicht noch das letzte Fragment, nicht noch das letzte Herzteil dann hole. Das ist mir halt echt, das ist zu anstrengend. Das ist so ätzend, diese Galerie zu füllen. So vor allem auf dem Casual-Weg oder so. Das wäre halt todesätzend. Weil du da ja, also ich sag jetzt mal auf dem Gameboy, wo du ohne Cheat-Modul nicht cheaten kannst, wirklich. Es ist halt todesätzend, weil du so viele Muscheln farmen musst. Ich meine, gut, du kannst halt früh da mit anfangen, so die Zaubermuscheln zu verballern und dann kriegst du aus Truhen immer ewig viele. Aber nach irgendwann ist halt einfach, brauchst halt so viele Truhen, um 100% diese neue Dings zu bekommen. Das ist halt einfach übel ätzend. Da rechts waren wir noch nicht drin, genau. Da müssen wir noch rein später. Haben wir jetzt hier die Bohne, alles klar. Ach, Leute. Ja, ich habe euch gezeigt, wo ihr das letzte Herz daher bekommt und wie ihr es bekommt, wisst ihr auch. Ah. Der letzte Pfeilköcher. Okay, dann haben wir das. Jetzt können wir 99 Pfeile tragen. Und ich glaube, mehr als 30 Bomben geht nicht, oder? Wir können ja... Oder? Bin mir gerade gar nicht sicher. Eigentlich habe ich keine Bomben-Upgrades mehr zu holen, glaube ich. Moment. Können wir auch nochmal nachgucken, ne? Zelda, Minish, Cap... Minish, Cap, Bomben. Tasche. Item Zelda. Ja. Ja, wie gesagt. Okay, wir können 50 Bomben, doch. Du findest in der Truhe Ruin des Windes. Nach dem Tempel des Hauptnicks, Moment. Bin ich in den Ruinen des Windes gerade? Ja. Okay. Und oben auf dem Gongolberg, das hatten wir ja schon. Okay, irgendwo hier in der Truhe. Alles klar. Wir wissen ja, hier unten hat sich irgendwo eine Truhe. Da ist eine Truhe erschienen. Können wir da nochmal nachgucken? Och nee, oh. Ist dein Ernst? Was soll ich sagen? Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte gerade. Lol. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht. Ne, hier ist keine Truhe erschienen, hier ist der goldene Mob erschienen, ne? Ne, hier oben war doch eine Truhe. Ne, doch nicht. Ne? Da. Okay. Ah. Echt jetzt? Okay. Gut. So ein kürzerer Part heute, Leute. Einfach weil es lohnt sich jetzt nicht mehr, ins Dings zu gehen. Wir haben alles erreicht, was wir erreichen können. Wie gesagt, nehmt es mir mit dem Herzteil nicht übel, aber es ist halt einfach dumm. Ist halt einfach dumm. Ja, es fehlt ein Herzteil. Ups. Wir haben alle 8 Schriftrollen und alle 3 geheimen Schriftrollen oder Schwertechniken. Wir haben alle Fragmente, alle Elemente. Flossen, Kraftbarmband, Klettering. Wir haben alles erkundet, jeden Fleck, sag ich mal. Viele Fragmente vereint, wir haben alle 4 Flaschen bekommen, wir haben den magischen Boomerang, alle Items, alle Upgrades von Items, wir haben 50 Bomben und 99 Pfeile, mehr geht nicht. Wir sind gewappnet für Fati, würde ich sagen. So, gibt's hier nicht noch irgendwo einen Ort, wo es Feen gibt?
bin der Meinung, ja. War hier unten nicht irgendwo ein Feen? Ne, hier war ein Schwertmeister drin, ne? Ja, genau. Stimmt. Ja, wie gesagt, mehr haben wir nicht. Mehr können wir nicht machen. Wir haben jetzt alles getan, was wir tun konnten. Gut, nicht direkt alles. Weil, wie gesagt, wir könnten halt noch uns später das letzte Herzteil holen, aber ich hab einfach, ehrlich gesagt, auch keinen Bock drauf. Ich meine, nachdem ich den Endboss besiegt habe, habe ich den Endboss besiegt. Dann ist vorbei. Dann habe ich das Spiel schon durch. Dann muss ich nicht noch irgendwas machen. Ich zeige euch gerne noch das Spiegelschild. Auch wenn ich das dann halt auch unnötig finde, dass es das noch gibt. Aber dazu kommen wir dann zum Fazit. Oder im Fazit am Ende des Spiels, wenn wir den Endboss besiegt haben. Wenn wir Vati besiegt haben. Und hier beenden wir den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!